Jetzt habe ich noch was richtig, richtig Cooles für euch vorbereitet. Wir werden nämlich jetzt zusammen auf eine Abenteuerreise gehen. Und das wird gleich so funktionieren. Ich habe euch eine Geschichte vorbereitet und die werde ich euch gleich vorlesen. Und in der Geschichte geht es um unsere Freunde Piff und Puff. Okay? Immer wenn das Wort Piff ertönt, dann bewegt ihr euch ganz leichtfüßig, quasi wie schwebend durch euren ganzen Raum. Okay? Kreuz und quer. So als würdet ihr schleichen. Okay? Wenn das Wort Puff ertönt, dann werdet ihr ganz groß und kraftvoll und ein bisschen schwerer in euren Bewegungen. Und ein drittes Signal gibt es noch und das heißt Zappalot. Wenn ich Zappalot sage, dann trabt ihr einfach ganz gemütlich durch euer Zimmer. Kreuz und quer, okay? Wir probieren das einmal aus, ob das alles geklappt hat. Ihr macht mit. Puff. Ja, große, schwere Bewegungen. Zappalot. Kreuz und quer. Und Piff. Sehr gut. Dann können wir jetzt alle zusammen loslegen. Ich habe hier in unserem Papprollenwald meine Geschichte versteckt. Okay. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Ihr zu Hause auch? Dann kann es jetzt losgehen. Zum Zappalot. Ist das ein schöner Tag heute? Die Sonne glitzert zwischen den großen, dunklen Tannen hindurch und schiebt damit den letzten Nebel aus dem Wald heraus. Puff ist schon lange auf den Beinen. Er wird sich zusammen mit Piff auf den Weg zum großen Affenfelsen machen. Gerade ist Puff noch damit beschäftigt, ein paar Kräuter und Wurzeln zusammenzusuchen, da er immer bestens für alle Abenteuer vorbereitet sein möchte. In Gedanken geht Puff alle Zutaten für einen Kräutertee durch. Am liebsten würde er einen Tee kochen, der ihn zum schnellsten Läufer des ganzen Waldes macht. Zum Zappalot! Schon wieder ist er über einen Riesenbüschel gestolpert. Überall riechender, grün-grau schimmernder Dampf steigt auf. Er muss auf eines dieser schwammigen Pflanzengebilde getreten sein. Plötzlich raschelt es hinter ihm. Schnell dreht er sich um. Eine gut gelaunte Piff steht vor ihm. Sie kichert ein bisschen, als sie sein verdutztes Gesicht erblickt. Puff, endlich habe ich dich gefunden. Zum Zappalot hast du mich erschreckt. Puff wischt sich ein wenig grün-grau-silbernen Glibber aus dem Gesicht. Du glaubst ja gar nicht, was ich alles für Kräuter und Wurzeln gefunden habe, Piff. Auf dem Affenfelsen werde ich uns einen wunderbaren Tee kochen. Gemeinsam trotten die beiden los. Puff rennt bereits vor, während Piff ein wenig verträumt die wunderschönen Pflanzen am Wegesrand bewundert. Plötzlich bleibt sie stehen. Zum Zappalot. Ich glaub es ja nicht. Puff steht bereits neben seiner Freundin und schaut fragend in die Richtung, in die Piffs Finger zeigt. Zum Zappalot. Die beiden schauen in große gelbe Augen. So etwas haben sie noch niemals gesehen. Aber sind es nur zwei Augen oder etwa 10? Puff springt hinter Piff. Dabei stolpert Piff über Puff, sodass Piff und Puff gemeinsam im Blätterhaufen landen.
Beide bleiben ganz leise dort liegen und beobachten, wie sich die großen gelben Augen bewegen. Zum Zapperlot. Die kommen auf uns zu, flüstert Piff. Nun erkennen die beiden schon eine große Gestalt, die immer näher kommt. Ein krächzendes Knurren ist zu hören. Puff fängt an zu lachen. Er kennt dieses Geräusch nur zu gut. Langsam entspannt sich auch Piff neben ihm. Zum Zapperlot. Da haben wir uns aber einen Bären aufbinden lassen, rufen die beiden. Ihr Freund Donnerlüttchen hat ihnen einen Schrecken eingejagt und steht mit breiten Grinsen vor ihnen. Dann sind wir ja jetzt komplett. Ab zum Affenfelsen. Oh. Der Albatros macht sich los. Tschüss, Albatros. So. Ich laufe zum Affenfelsen. Genau. Unsere Freunde sind auf dem Weg zum Affenfelsen und haben noch Donnerlüttchen eingepackt. Aber du siehst so aus, als wäre es ganz schön anstrengend gewesen. Es war natürlich gar nicht anstrengend, aber wir schütteln uns trotzdem so ein bisschen aus.